und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für alle, die zwei Videos erwartet haben, am Mittwoch entschuldigen, dass es nur der Blog geworden ist, aber ich war am Mittwoch einfach echt nur platt und ich bin immer noch platt. Dieses Geburtstagsding hebelt mich immer total raus, liegt am Schlafmangel. Und auf jeden Fall wollte ich dann einfach mal an dieser Stelle kurz Entschuldigung sagen. Und ja, gut, die zweite Sache, über die ich reden wollte, war einfach jetzt mal die momentane Situation, was ich so in der Welt beobachte, meine Eindrücke, meine Wahrnehmung dazu. Und ich fange jetzt einfach mal mit diesem Amoklauf in München an und möchte an dieser Stelle erstmal sagen, es tut mir leid, ich bin nicht empathisch, ich beherrsche dieses Mitfühlen-Ding nicht und es tut mir auch, ja, irgendwie klingt es komisch, wenn ich sage, es tut mir leid, aber es tut mir in gewisser Form leid, dass ich da einfach nicht mehr auf die Sache eingehen kann. Aber was mir eben aufgefallen ist, ist dieses Gefühl, 3 Tage wird getrauert, 3 Tage übertreiben es die Leute auch teilweise mit der Trauer und du kannst unter wirklich so vielen Dingen lesen, sowas wie, die gehören doch auch, also sowas wie, also das, was ich ja gemerkt habe, war als allererstes, dass viele Leute da anfangs uninformiert waren und dann hieß es erst, es sind 3 Täter, dann hieß es, es ist der IS, dann heißt es wieder, dann hieß es, es ist schon 1 Täter und dass irgendwie keiner so wirklich genau wusste, was es denn jetzt ist. Und dass aber alle schon mal ihre Meinung dazu kundtun mussten und dass teilweise solche Kommentare kamen wie, die gehören doch alle verschossen, die gehören alle, die sollten es auch sowas haben, die müssten das auch alles miterleben, so im Sinne von, die müssen auch leiden oder sowas wie, es tut mir ja leid für die Angehörigen, aber weiß schon jemand was Neues? Und ja, da ist mir einfach so für mich aufgefallen, dass da ja auch null Sensibilität war, dass das eigentlich wirklich nur noch die Sensationsgier war. Dass es nicht mehr um die Schicksale ging, dass es nicht mehr um das, was passiert ging, sondern dass viele erstmal nur wütend waren. Wütend über etwas, was im entferntesten Sinne noch nicht mal irgendwie zu erkennen war, um was es überhaupt geht. Dass viele so wütend waren über die ganze Situation und dass alle erstmal den Kopf verloren haben vor lauter Wut und man dann überhaupt nicht mehr nachgedacht hat, was man eigentlich da sagt. Die haben sich gewünscht, dass jemand stirbt, nur weil er jemanden anders getötet hat. Und es ist mal unabhängig davon, dass diese Tat grauenhaft ist und grausam ist. Es ist einfach so, dass ich der Ansicht bin, niemand sollte als Lektion dafür, dass er was Furchtbares gemacht hat, umgebracht werden, weil das ist so ein Schwachsinn. Ich meine mal ganz ehrlich, da lernt man doch nichts draus. Und vor allem abschreckend, also die Todesstrafe wirkt auch nicht wirklich abschreckend, weil sonst wird es ja, in Amerika funktioniert es ja auch nicht. Da gibt es ja trotzdem genauso viele Verbrechen wie davor. Ist nicht so, dass dann urplötzlich die Verbrechensrate um, sagen wir mal, 60% sinkt, weil gerade einer hingerichtet wurde. Nee, es passiert eigentlich gar nichts, weil, und das ist diese Sache, nichts hat mehr wirklich richtige Konsequenzen. Also, man sieht es, ich meine so Konsequenzen für die Moral. Das ist nämlich das, was mir auffällt. Ich habe manchmal den Eindruck, die Moral geht gerade den Bach runter. Im Sinne von, jemanden den Tod zu wünschen, ist ja wohl das Schlimmste, was eigentlich überhaupt nicht gut ist. Weil jedes Lebewesen, egal was es tut, jedes Leben ist wertvoll. Und jemanden im Internet unter irgendwas drunter zu schreiben, ich wünsche dir den Tod, das ist ja wohl nicht die Möglichkeit. Und vor allem, jemanden den Tod zu wünschen, ohne zu wissen, was ihn bewegt hat, was überhaupt der Grund war für das, was er getan hat, ohne ihm die Chance zu geben, sich zu verteidigen, ohne zu wissen, ob der beschuldigt war, es überhaupt ist, der das getan hat. Das ist ja wohl erstmal die totale Frechheit in meinen Augen. Weil ich einfach der Ansicht bin, wir können nicht jemanden verurteilen, jemanden beurteilen, bevor wir nicht alles wissen, was wirklich, was wichtig ist. Nämlich,
Wie ist er aufgewachsen? Wie ist sein Verhältnis zu dieser Geschichte? Wieso macht er sowas? Und wenn wir das wissen, dann ist immer noch eine lebenslange Gefängnisstrafe besser, als ihm den Tod zu wünschen. Weil im eine Gefängnisstrafe ist viel schlimmer als der Tod. Weil der Tod, da bist du dann tot, das war's. Und eine Gefängnisstrafe, da sitzt dann Ewigkeiten und schmorst mehr oder weniger. So wie ich jetzt gerade hier in meiner Wohnung, weil hier ist so warm, dass echt alles zu spät ist. Entschuldigt, schlechter Übergang, aber wollte ich mal erwähnen. Ich meine, ich schwitze gerade echt wie verrückt. Gut, ich finde es einfach nicht okay. Und vor allem finde ich auch, dass das so dieses Grundproblem der Welt ist, dass wir alle uns in einem riesengroßen Kindergarten-Sandkasten aufhalten. Und das ist so dieses typische Sandkastenprinzip. Ein Kind wird im Sandkasten geschlagen, schlägt es auf das andere Kind, das es geschlagen hat, zweimal ein. Und das ist dann natürlich wieder sauer und schlägt dann dreimal drauf ein. Und das ist so, dadurch ist es dann ein ewiger Kreislauf. Irgendwie ist es intelligenter, dann irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo man sagt, ich verzeih dem anderen. Weil Vergebung ist das größte Gut. Und ich meine ehrlich, wenn du einfach jemandem vergeben kannst, wenn du jemandem sagen kannst, es tut mir leid und es ist vergeben. Es ist vielleicht nicht gleich vergessen. Vielleicht werde ich hier und da noch mal ein klein wenig sauer sein und einen kleinen Stupser nachtreten. Aber im Großen und Ganzen vergebe ich dir. Weil Vergebung ist das, was wirklich hilft. Weil Vergebung hilft, dass am Ende nicht du bist, der bist, der sich ärgert. Weil, mal ganz ehrlich, in 90% der Fälle ist es so, wenn du dich ärgerst, merkt der andere nicht mal, dass du dich ärgerst. Also im Klartext heißt, du ärgerst dich furchtbar und bist total wütend und der andere dir gegenüber merkt nichts davon, aber 0,0, weil er einfach dann in seiner Welt ist. Und da bin ich dann einfach der Ansicht, Vergebung heilt. Vergebung heilt dich, Vergebung heilt deine Umgebung, Vergebung heilt die Welt. Gut, jetzt klinge ich gerade wie so ein Hippie, aber ich bin einfach nicht der Ansicht, dass wir immer alles, was schlimm passiert, mit noch mehr schlimm vergelten müssen. Und ja, es ist ja auch so, Rache ist keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt im Klartext erstmal gerecht zu sein. Und gerecht zu sein heißt erstmal dem anderen eine Chance zu geben. Weil es ist ungerecht, einfach nur drauf loszudreschen. Und das funktioniert auch nicht. Weil wenn du auf was einhaust mit aller Gewalt oder gegen irgendwas ankämpfst mit aller Gewalt, dann kommst du in dreifacher, wenn nicht sogar hundertfacher Form wieder zu dir zurück. Es ist so meine Lebenserfahrung, weil, mal ganz ehrlich, egal wie oft man auf dem Fehler draufläuft, es tut dem Fehler weniger weh als dir. Ja gut, das ist schon wieder so ein doofes Vergleichen, das tut mir leid. Ja, ich wollte das einfach mal loswerden, wollte einfach mal sagen, wir sollten aufhören, immer auf anderen rumzuhacken, im Sinne von, du machst Fehler, du bist falsch, du machst dies, du jenes, du sel, ohne überhaupt dem anderen eine Chance zu geben, sich zu verteidigen, rauszufinden, worum es ihm geht, was seine Ansicht dazu ist und vor allem, um Gespräche zu führen. Ich glaube, viele Konflikte in dieser Welt könnten gelöst werden, wenn man mal wirklich Gespräche führen würde. Wenn man die Sache nicht nur irgendwie reden würde, sondern wirklich besprechen. Im Sinne von, ich sehe das so und so. Und wie siehst du das? Und einfach nicht nur etwas labert, sondern dem anderen auch zuhört. Gut, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Damit habe ich die jetzt auch mal kundgetan. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mein Video euch irgendwie hilft. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder Facebook. Oder an meine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einfach dann, wenn ihr mögt, alles. Nein, wartet mal. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir einen Kommentar schreiben, aber das habe ich gerade schon gesagt. Aber ihr könnt mir auch gerne einfach nachher in meiner Infobox suchen. Da habe ich alle Infos nochmal drinstehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder mit einem normalen Video und keinem Vlog. Bis dahin, eine schöne Zeit und tschüss.